Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Minifiguren und Steine. Und heute möchte ich euch mal die 1000 Sunny vorstellen, bestehend aus über 2000 Teilen. Nicht von Lego, aber komplett mit Lego kompatibel. Let's go! Beginnen wir mal mit der Anleitung. So sieht's aus. Ja, es werden nochmal ein paar Teile mehr in der Hand genommen. Trotzdem sehr einfach zu bauen. Bleiben keine Fragen übrig. Ja, so sieht's von hinten nochmal aus. So von vorne mit den Minifiguren. Dann schauen wir uns mal die Minifiguren an. Ja, Nami, Armprint mit ihrem Tattoo drauf, Blockport. Ja, ist eine schöne Figur. Zoro, ebenfalls Armprints. Auch sehr gut getroffen. Hier nochmal das Haarteil. Sieht echt gut aus. Dann, ja, Lissop. Ja, werde ich nicht so ganz warm mit. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Die Figuren kommen euch auch bekannt vor. Es sind nahezu exakt dieselben Figuren wie bei der Flying Lamp. Ja, das ist so ein Mold, beziehungsweise eher ein Helm eigentlich für Chopper. Es gibt nur einen Unterschied bei den Figuren und das ist Ruffy, dass er schwarze Hände hat, also quasi sein Haki einsetzt. Ansonsten sind das die Figuren, die es auch schon in der Flying Lamp gab. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das gerne. Ansonsten hier Nico Robin. Ja, auch Armprints. Also die Figuren sind an sich sehr gut. Wir hatten beim letzten Mal das Problem, dass Sanji die Beine nicht so richtig halten wollten. Das ist hier kein Problem. Vielleicht war das ein einmaliges Ding. Kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Aber bei der zweiten Figur gibt es zumindest keine Probleme. Ja, Franky, super bedruckt. Sieht super gut aus, wie ich finde. Also echt, echt klasse. Auch hier hinten so das angedeutete Badehöschen, was er ja im An hat. Also gute Figuren. Und hier, wie angesprochen, schwarze Hände, Armprint. Ansonsten identische Figur oder identische Figuren wie bei der Flying Lamp. Nichts Besonderes. Also wenn man die Flying Lamp schon hat, ja, braucht man nicht unbedingt das Set kaufen jetzt für die Figuren, seit man möchte sie natürlich zweimal haben. Ja, nun zur Sunny selbst. So schaut sie aus. Drehe ich das einmal, dass wir uns von allen Seiten mal anschauen können. Ja. Also rein optisch, also denke ich, sieht das schon gut aus. Ist eine absolute Weiterentwicklung zur Flying Lamp. Aber das ist ja auch in der Serie. Also daher, ja. Rein optisch sieht sehr gut aus. Allerdings haben wir ein paar Makel. Unter anderem die Flagge gehört gar nicht hier hin. Die sollte mal da oben drauf. Das wäre ganz gut. So, jetzt seht ihr auch die Fahne da oben. Perfekt. So soll es auch richtig sein. Ja, wir haben jetzt wieder hier so angedeutete Bäume, aber das ist natürlich nichts, ne? Und auch hier diese Brickbuild-Bäume sollen ja diese orangen Bäume darstellen. Aus meiner Sicht ist das nichts. Muss irgendwie besser gelöst werden, aber irgendwie geht es wohl nicht. Das ist ein bisschen schade. Ihr könnt auch hier sehen, die großen Noppen, die hier offen sind. Ja, da wäre halt vielleicht nochmal schön gewesen, wenn man hier nochmal ein paar Fliesen drüber gelegt hätte. Und nicht so ganz versucht hätte, jetzt unbedingt das 1:1 nachzubauen aus Noppenstein. Das ganze Set ist modular. Allerdings auch nicht unbedingt riesig stabil. Also wir haben, wenn es als Spielset durchgehen soll, dann haben wir halt Probleme, weil das hier fällt halt ständig ab. Also sieht natürlich ganz nett designt aus. Sind Aufkleber leider. Das ist natürlich hier auch klar. Kurz mal, das Set hat keine Prints. Aber es wird halt nur von diesen paar Noppen gehalten. Und das ist einfach nicht ausreichend. Genauso wie diese Verkleidung hier. Also das wird gehalten hier von 4 Noppen. Das ist halt viel zu wenig. Ja, hier kann man es vielleicht nochmal sogar besser sehen. 4 Noppen. Also ja, ich habe es jetzt noch einmal kurz berührt. Dann ist es schon quasi abgefallen. Also im Regal stehen, gar kein Problem. Als Spielset muss man eigentlich die drei Sachen gleich abmachen. Eine Funktion haben wir. Ja, das können wir ja. Das wäre, denke ich, das habe ich vielleicht ein bisschen zu fest aufgewickelt. Aber ja, das kann man hier abmachen. Das ist in Ordnung. Als, sag ich mal, Funktion. Des Weiteren können wir auch hier noch diese Schaufelräder dran machen. Dafür müssen wir dann einfach das hier abmachen. Aber wird dann halt auch wieder nur an 2 Noppen gehalten, das Ganze. Na, will's nicht. Ja, so jetzt. Das ist natürlich jetzt auch nicht unendlich stabil. Daher, ja, eher die leichtere Variante.
dann macht es vielleicht mehr Sinn. So, oh, ein zu hoch. Zack. Aber schön, dass wir dran gedacht haben. Schön, dass es diese Schaufelräder gibt. Dann müssen wir mal hier die Ketten lösen. Können wir auch mal einen Blick ins Innere werfen. Naja, machen wir es mal so. So, dann können wir das hier abbauen. Ja. Das hier oben ist ebenfalls abnehmbar. Die Klemmkraft der Steine ist eigentlich super. Da gibt es eigentlich keine Probleme. Aber es sind halt einfach viel zu wenig Noppen, um so große, schwere Teile zu halten. Können wir einen Blick ins Innere werfen. Nichts Besonderes. Da ist oben so ein bisschen Tee-Time. Hier unten, kann man natürlich jetzt super schlecht erkennen, ist noch das Aquarium. Das können wir auch sogar noch mal abmachen. So. Das ist alles mit Prints gelöst, diese Fische, die ihr da sehen könnt. Aber schön, dass es da drin ist. Schön, dass es Brickwork ist. So an sich, das ist stabil, das ist massiv, das hält. Aber wie gesagt, die Außenverkleidung ein bisschen fragwürdig. Dann können wir hier vorne auch noch das abmachen. Ist auch okay gebaut, keine Fragen. Und dann können wir mal einen Blick ins Innere werfen. Ja. Haben wir wieder den Bereich für die Damen, denke ich mal, mit dem angedeuteten Schminkspiegel. So, ach, schweres Wort. Und hier Betten. Auch nochmal so eine Art Hängematten. Ja, da kann Zorro seine Schwerter reinpacken. Ich habe es jetzt immer in die Hand gegeben. Ja, so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, als Display-Set super. Definitiv gibt es gar nichts zu meckern. Aber als Spielset für kleine Kinder, da wird das Außen ständig abfallen. Das macht, denke ich, keine Freude. So, dann muss man wieder zusammensetzen. Dadurch, dass das mittlere da so ein bisschen reingeschoben wird, das andere da drüber gepackt wird, muss man da halt mal ein bisschen gucken, bevor es dann wieder ordentlich ist. Aber nichts, was man jetzt nicht lösen kann. Definitiv nicht. Sind halt über 2000 Teile, das ist halt ziemlich genial. Aber ihr seht schon, das ist hier wirklich wegen den paar Noppen, ist das eine Fuddelei, dass man versucht, das hier dran zu machen. Also, ja, das ist jetzt dran. Während ich jetzt aber den Rest dran baue, bin ich mir fast sicher, dass es wieder abfällt. Mal gucken, so wäre besser. Also, das ist ja eine Katastrophe, ne? Ich lasse es jetzt ab, will euch da nicht weiter aufhalten, um euch zu zeigen, dass es nicht hält. Wie gesagt, stellt es euch ins Regal, das ist eine schöne Sache. Sicherlich, wenn ihr das euren Kindern geben wollt zum Spielen, dann macht hier die Sachen da ab. Das hat keinen Wert. Und dann sind alle glücklich. Und wenn ihr nur die Minifiguren haben wollt, die sind halt tipptopp. Mit Ausnahme von na, Lissop, habe ich euch ja gesagt, werde ich nicht so ganz mit warm. Wenn er euch gefällt, ist doch super, umso besser. Genau. Also für wen ist das etwas? Wie gesagt, Sammler in die Vitrine zu stellen. Aber sicherlich nicht, um damit in Gänze zu spielen. Dann danke ich euch, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Verlinke euch noch die anderen beiden Videos, wo ich Trafalgar Lore sein Schiff vorstelle und auch das von Boa Hancock, und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.